Reduktion macht. Ich mache mir allerdings wesentlich mehr Sorgen um den Antrieb, daher. So, Munition ist aufgefüllt. Ja, gut. Nur mal sicher gehen, dass der auch auf den Antrieb zielt. Und Energie. Und ich habe halt noch von meinem Ironcast Commander die Fähigkeit, dass wenn ich genug Energie in einem Zug einsammle, das nächste Mal, wenn ich hier sowas mache, dass halt eine Energie weniger kostet. Das ist ganz praktisch eigentlich. Netter Versuch. So, auf die Antriebe bitte. Nochmal sicher gehen. So, er hat keine Schilde, das heißt, das hier ist die bessere Waffe. Wow. So, und jetzt habe ich auch schon keine Munition mehr. Hier liegt zum Glück genug, aber... Könnte ich noch eine Link-Note benutzen? Komm. Da kann man sowas eigentlich machen. Ich muss in der nächsten Runde auf jeden Fall Kühlflüssigkeit einsammeln. Aber ich mache jetzt mal einen auf aggressiv, wobei das hier muss ich noch machen. Haha, ich kann gar nicht auf aggressiv machen. Ist das... Ja, genau. So. Ich kann nicht auf aggressiv machen, weil... ich keine Kühlflüssigkeit mehr habe. Die Energie zum Laufen spare ich ja mal. Ich brauche nämlich die Kühlflüssigkeit. So, die reparieren wir mal. Komm, machen wir das so. Und danach kann ich gleich noch Energie einsammeln. Zieh auf die Panzerung. Oh, sein. Ja, stimmt, sein Antrieb ist ja down. Das ist sehr praktisch. Seine Panzerung ist noch oben. Na, ich brauche keine Energie mehr. Das heißt, ich sammle über die. Genau. Das ist auch alles, was ich brauche. Der repariert auch gar nicht. So. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt hier so ein... Ach doch, ich kann einen recht heftigen Match abziehen. Und dabei noch ein bisschen Schrott sammeln. So. So, mal gucken, was haben wir bekommen? Oh, direkt zwei Level-Ups, eine schwere Kanone. Ich weiß nicht, ob die schwere Kanone gut ist im Vergleich zu meiner aktuellen, aber...
Mal gucken, ich glaube, die ist eine gute Alternative zu Energy Lance, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, das Ding ist jetzt zwei Projektile. Sie kostet genauso viel abzufeuern wie die Light Cannon. Und die sind auch auf jeden Fall besser gegen Schilde, pass auf. Dann. Nein. Hier. Machen wir das so. Ah, oh, das verringert allen Schaden, den meine Hülle nimmt um 10%. Das hier ist auch cool. Ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden. Ich nehme das hier. Und was kann ich noch nehmen? Oculus Shielding. Wenn die Schilde aktiv sind, wird der Waffenschaden erhöht. Das hier tauscht. Oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Das hier ist auch sinnvoll, aber ich glaube, das hier ist eigentlich besser. Weil es einem auch erlaubt, richtig heftige Matches zu machen. Also. Dann mal gucken, was können wir noch upgraden. Also ich glaube, das hier ist noch relativ sinnvoll. Wobei eigentlich. Oder ich könnte die Hülle upgraden. Moment, behalte ich den Stuff erstmal. Das ist ein Handel. Nee, nicht wirklich. Handelsmissionen können schief gehen. Wenn man nicht genug bietet oder halt nicht genug bieten kann. Das ist ein Kampf und das ist auch ein Kampf. Welcher von denen ist denn besser? Der hier ist besser. Habe ich jetzt die Schildaugmentierung wieder reingemacht? Ich glaube nicht. Muss ich gleich nochmal schauen. Ein Prototyp Energiekern. Nee, ich habe sie nicht wieder reingemacht. So, hier ist das aber egal, was ich beschädige. Das heißt, fire the missiles. So, Reparatur sollte ich am Anfang zumindest mal mitnehmen. Warte. Energie komplett auffüllen. Oh, nice. So muss das laufen. Das hier kann man auch mal anmachen. So, er hat jetzt davon halt ein bisschen Schaden genommen. Aber meine Schilde sind halt auch gerade so heftig, das ist eigentlich egal. So, was als nächstes? Ich könnte. Ja, das würde sich sogar lohnen. Vor allem ist hier eine Overdrive-Note. Und eine Link-Note direkt daneben. Komm. Nee, warte, zuerst abfeuern. Seine Shotgun könnte mir gefährlich werden. Ja, komm. Und den letzten Schuss können wir damit Overdrive machen. Hoffe ich zumindest.
Das sind immerhin, ja, 17. Oh shit. Oh shit, jetzt können wir ein bisschen abgehen. Wir haben 3 Schuss und 3 Overdrive Nodes. Du gehörst mir, mein Freund. Ah, wieso schieße ich die ab? Oh, wir schießen direkt 3 Schuss ab wegen der Overdrive Node. Okay, dann kommt halt jetzt der zweite. Da ist eine Link Node. Aber die ist in der blöden Position. Ich habe aber trotzdem noch 2 Züge, das heißt, ich nehme ein paar Sachen mit. Oh, so viel Energie. Reflective Shielding ist sogar noch an. Das ist doch... Das, ich wollte schon sagen, das hält auch nur für 2 Runden. Ja, das sollte eigentlich ganz sinnvoll sein. Ja, okay, die ist richtig blöd gegen mein Schild. Das heißt, den machen wir mal gerade hoch und dann kümmere ich mich um das Ding. Oh, das hier ist auch zu schön. Lol, ich dachte, ich hätte noch 2 Züge. Egal. Na, leider nicht zerstört, aber okay. Ich brauche Kühlflüssigkeit, das ist das Problem. So. Zuerst mal das hier reparieren. Nehme ich die Energie? Warte. Warte mal kurz. Das muss sein. Dann nehme ich die Energie. Ich brauche sowohl Munition als auch Kühlflüssigkeit. Sieht leider nicht so aus, als ob ich beides wirklich bekommen könnte. Warte, das ist zwar jetzt ein bisschen suboptimal, aber... Naja, zumindest Munition kann ich ein bisschen mitnehmen. Gefällt mir aber auch nicht. Haha. Und der hat das Ding noch nicht mal repariert. Boah, ist der doof. So, mal eben reparieren und dann das hier sammeln. Oh, eine Overdrive-Note. Ich krieg in jedem Fall nur 4 raus. Das ist ein bisschen doof.
Komm, geh hier. Ja, okay, das heißt, wir müssen jetzt noch einen besiegen. Komm, wir haben sonst nämlich gar nicht keine Kühlflüssigkeit. Das ist ein bisschen doof. Ah, hat mich nicht angegriffen. Mir gefällt das hier gerade überhaupt nicht. Das ist nur doof. Die habe ich jetzt nur weggemacht, weil das so viele waren. Und hoffen, dass ich hier dann irgendwas Sinnvolles bekomme. Das ist noch halbwegs sinnvoll, aber ich brauche Kühlflüssigkeit, das geht sonst nicht anders. Kann ich zumindest... Oh, die sind super, die sind beide scheiße gegen Schilde. Der kann mich gerade nicht verletzen. Ich denke mal, dann ist klar, was zu tun ist. Schön auf den Antrieb. Zwei Schuss habe ich. Oh, und beide verfehlt. Ah, hat seine Munition nicht verschwendet. Ah, sehr gut. Zumindest etwas. Ah, hier muss ich mal ganz... aufräumen. Also Kühlflüssigkeit ist später halt wirklich richtig schlecht. Weiter auf den Antrieb. Na, wenn ich jetzt schieße, beschädige ich den Ironcast. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ach, komm. Lohnt sich nicht. Er kann mich nicht verletzen, das heißt, ich muss es auch nicht selber für ihn machen. Oh, komm mal bitte so eine Coolant Note. Wow, da bekomme ich mal 4 zusammen. So kann ich wenigstens verhindern, dass er mich verletzen kann, das heißt... Und gleich habe ich wieder meine Rocket Pots, das ist ziemlich gut. Das Ding ist, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss ihn gleich besiegen. Wow. Ich habe eine Overdrive-Note. Heißt... Ernsthaft. Jetzt muss ich gerade überlegen, bringt mir das was, wenn ich die wegmache? Nicht wirklich. Wenn ich die sammle, bringt mir das was, weil ich dann die drei in einer Reihe habe. Wieso halte ich meine Hand eigentlich so? Falls man mich gerade nicht verstanden hat, ich habe die Hand zwischen Mikrofon und meinem Mund gehabt.
Da, jetzt habe ich dadurch Schaden genommen. So. Und jetzt stirbst du bitte. Ernsthaft? Zählt das jetzt als... Wow. Intelligent, wirklich. Ernsthaft? Ernsthaft? Dann halt nicht. Pulse Repeater Mark II, Light Cannon Mark III. Hm. Also hätte ich gerade schneller sein müssen. Das Ding ist, es ist ein Zeitlimit vorhanden. Aber ich glaube, ich habe trotzdem einiges an Stuff bekommen. Weil ich auch in meinen zwei Iron Casts erledigt habe, beziehungsweise zwei Tanks. Overdrive. Energy Specialization. Komm, machen wir das hier. Wie sieht's im Moment aus? Schilder. Pulse Repeater.